Hallo, im vorigen Video hatten wir eine Aufgabe, wo wir die Seiten des Dreiecks herausfinden sollten. Wir konnten aber den Satz des Pythagoras nicht verwenden, weil es kein rechtwinkliges, sondern ein übliches Dreieck war. Wir mussten uns durchschlagen, indem wir Gagger-Hühner-Hofer-Ge- und Winkelfunktionen verwendeten. Erst danach erhielten wir die richtige Lösung. Nun möchte ich euch den Cosinus-Satz erklären, den wir schon im vorigen Video erprobt haben. Ich will ihn beweisen, sonst bleibt die Aufgabe ungelöst. Außerdem will ich auch beweisen, dass ihr mit Hilfe des Cosinus-Satzes unsere frühere Aufgaben viel schneller lösen könnt. Ich bin kein Fan von auswendig lernen. Wisst ihr, wenn ihr 40 seid, habt ihr wahrscheinlich den Cosinus-Satz nicht mehr im Gedächtnis. Wenn ihr aber die Fähigkeit habt, die Winkelfunktionen anzuwenden, dann bleibt ihr immer fit. Lass uns anfangen und sehen, was es mit dem Cosinus-Satz auf sich hat. Nehmen wir an, ich kenne diesen Winkel Theta. Lass uns diese Seite, sagen wir, A nennen. Nein, wir bezeichnen sie lieber mit B. Ich improvisiere hier ein bisschen. Eigentlich möchte ich bei diesen Farben bleiben. Bezeichnen wir diese Seite mit B, diese mit C und diese Seite mit A. Wäre das ein rechtwinkliges Dreieck, so könnten wir dann den Satz des Pythagoras verwenden. Nun können wir das leider nicht. Was können wir dann tun? Nehmen wir an, dass wir B, C und Theta kennen und wir wollen nach A auflösen. Übrigens, wenn ihr drei Werte von 4 kennt, so könnt ihr auch den vierten berechnen, falls ihr den Cosinus-Satz kennt. Wie können wir das tun? Wir gehen gleichen Weg wie bei der letzten Aufgabe. Wir können hier eine Linie ziehen, oh nein, falsch. Also, bearbeiten, zurücksetzen. Ich ziehe eine Linie. Nun habe ich zwei rechte Winkel. Und wenn ich den rechten Winkel habe, kann ich schon die Winkelfunktionen, den Satz des Pythagoras und so weiter verwenden. Mal sehen. Das ist ein rechter Winkel. Und das ist ein rechter Winkel. Welche Seite habe ich hier? Ich wähle eine andere Farbe. Ich benutze vielleicht zu viele Farben, aber das ist alles um eure Bildung willen. Welche Seite ist hier? Wie lang ist diese lila Seite? Nun, diese Seite, wir benutzen Gagger-Hühner-Hofer-Ge. Ich wollte eben das hier oben schreiben. Diese lila Seite liegt am Winkel Theta. Und diese mauve Seite B ist die Hypotenuse dieses rechtwinkligen Dreiecks. Also, wir wissen das. Ich bleibe lieber bei einer Farbe, sonst werde ich die Farbe ständig wechseln. Wir wissen, dass Cosinus Theta, bezeichnen wir diese Seite, sagen wir, mit D. Wir wissen, dass Cosinus Theta gleich D durch B ist, stimmt's? Diese Seite B kennen wir auch. Wie lang ist D? D ist gleich B mal Cosinus Theta. Lass uns diese Seite mit E bezeichnen. Wie lang ist E? E ist gleich die ganze Seite C minus diese Seite D, nicht wahr? Das heißt, E ist gleich C minus D. Nach D haben wir eben aufgelöst, deshalb E ist gleich C minus B mal Cosinus Theta. Das ist E. Wir haben nach E aufgelöst. Wie lang ist diese Magenta-Seite? Lass uns die M von Magenta bezeichnen. M liegt Theta gegenüber. Wir haben nach C so gut wie aufgelöst. B kennen wir auch. Welche Beziehung gibt es uns M durch B? Oder was verbindet die Gegenkathete und die Hypotenuse? Es ist der Sinus, das Verhältnis der Gegenkathete zur Hypotenuse. Also wir wissen, dass M durch B gleich Sinus Theta ist. Ich schreibe es hier. M durch B, richtig, weil das die Hypotenuse ist, ist gleich Sinus Theta.
Oder m ist gleich b mal Sinus Theta. Stimmt's? Also, wir haben m und e berechnen. Nun wollen wir a berechnen. Das sollte ganz einfach sein. Wir kennen zwei Seiten des rechtwinkligen Dreiecks und wir wollen die Hypotenuse herausfinden. Wir können den Satz des Pythagoras verwenden. A Quadrat ist gleich m Quadrat plus e Quadrat. Das ist die Summe der Quadrate über den zwei anderen Seiten. Wie viel beträgt m Quadrat plus e Quadrat? A Quadrat ist gleich m Quadrat. M haben wir hier, also a Quadrat ist gleich b mal Sinus Theta im Quadrat plus e Quadrat. E haben wir herausgefunden, das ist hier. Also plus c minus b mal Cosinus Theta im Quadrat. Lass uns ein bisschen Algebra machen. Also das ist gleich b mal Sinus b Quadrat mal Sinus Quadrat Theta. Sinus Quadrat Theta ist dasselbe wie Sinus Theta Quadrat, stimmt's? Plus, und das haben wir schon genug ausführlich geschrieben, multiplizieren wir es. C Quadrat minus 2 CB mal Cosinus Theta plus B Quadrat mal Cosinus Theta. Ich habe die Klammern ausmultipliziert. Mal sehen, ob wir etwas Interessantes tun können. Wenn wir dieser und dieser Term nehmen, erhalten wir B Quadrat mal Sinus Quadrat Theta plus b Quadrat mal Cosinus, das soll im Quadrat stehen, denn wir haben das quadriert. B Quadrat mal Cosinus Quadrat Theta plus c Quadrat minus 2bc mal Cosinus Theta. Können wir das vereinfachen? Das ist das gleiche wie b Quadrat mal Sinus Quadrat Theta plus Cosinus Quadrat Theta. Das soll euch an etwas erinnern. Plus c Quadrat minus 2bc mal Cosinus Theta. Das hier, Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat, ist für jeden Winkel gleich 1. Das ist der Satz des Pythagoras. Also, das ist 1, deshalb erhalten wir, ich gehe zurück zur ursprünglichen Farbe, a Quadrat ist gleich, das wird zu 1 und wir erhalten b Quadrat plus c Quadrat minus 2bc mal Cosinus Theta. Es sieht super aus und wird der Cosinussatz genannt. Und das ist nützlich, denn wenn ihr einen Winkel und zwei Seiten eines Dreiecks kennt, könnt ihr seine dritte Seite rausfinden. Oder wenn ihr drei Seiten des Dreiecks kennt, könnt ihr jeden Winkel rausfinden. Hier kann er also auch nützlich sein. Der einzige Grund, warum ich dieses Video gemacht habe, ist, wenn ihr bei der Trigonometrie seid und vielleicht einen Test schreibt, wäre es gut, das einzuprägen. Das erleichtert euch die Aufgabe und so könnt ihr zur Lösung schneller kommen. Ich bin aber kein großer Fan von nur auswendig lernen, ohne zu wissen, woher das alles kommt. Wenn es einige Jahre vergehen, seitdem ihr mit der Trigonometrie zu tun habt, habt ihr wahrscheinlich den Cosinussatz nicht mehr im Gedächtnis. Wenn ihr aber die Fähigkeit habt, die Winkelfunktionen anzuwenden, dann bleibt ihr immer fit. Also, bis zum nächsten Mal.